Da sind wir wieder. New. Die drei von der Tankstelle. Herzlich willkommen zu unserem, ja, zu unserer Spieleranalyse, zu unserer Spielerbewertung für die abgelaufene Saison. Mit dabei für die Fortuna 95 Bros, der Kotti, der Gilde und der liebe Thorsten. Herzlich willkommen. New. Ja, grüßt Hallo. euch. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und euch die Saison 22, 23 so tief interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ja. Absolut. Denn wir haben uns gedacht, wir schauen uns doch einfach mal tatsächlich die einzelnen Mannschaftsteile an und beginnen hier in Teil 1 einfach mal mit den Torhütern und der Verteidigung und schauen uns da einfach doch mal an, wer hat wie oft auf dem Platz gestanden, was ist dabei rumgekommen und ja, lassen unsere Gedanken doch einfach mal ein bisschen. Ah, wir quatschen doch eh immer, ohne Ende. Ja, wir lassen mal so ein bisschen Eben. die Gedanken schweifen, so ein bisschen so die Genau. Einschätzung, die Meinung, was hat man in Erinnerung, was kritisiert man, was lobt man, was ist aufgefallen. Wir gucken mal einfach ganz frei auf Genau. die Formation in der Defensive. Genau. Und da fangen wir ganz vorne natürlich an mit keinem anderen als unserem Stammtorhüter. Florian Kastenmeier, der auch tatsächlich in jedem einzelnen Spiel, sei es im Pokal, sei es in der zweiten Bundesliga, Ja. ja, tatsächlich jede einzelne Minute auf dem Platz gestanden Ja, absoluter hat. Stammspieler, das Maximum nicht verletzt. Ja, keine Formschwächen, die ihn rausbaldowert haben aus der Stammelf, aus Sicht des Trainers, sei ergänzt. Und ja, es ist ja ein Charakter, bei dem man ja doch immer wieder diskutiert. Der natürlich seine Stärken, natürlich seine Schwächen hat, Klammer auf, sonst würde er auch nicht bei uns, bei der Fortuna jetzt jahrelang spielen. Ich würde ihn nicht als überragenden Torhüter der zweiten Liga bezeichnen. Ich glaube, das wird keiner, an der Stelle tun oder tun Aber als einen können. guten. Aber als einen guten, auf jeden Fall einen soliden Torhüter der zweiten Liga, der, glaube ich, gelernt hat von seinen doch teilweise krassen Fehlern, die jetzt so in der Form nicht mehr passieren, wenngleich die Spielweise oft noch so Ja. ist, dass so ein Fehler doch mal schnell passieren könnte, aber es passiert halt nicht mehr so häufig. Aber es scheiden sich ja, glaube ich, auch unter uns so ein bisschen auch die Geister, beziehungsweise unterscheiden sich auch die Meinungen, oder? Ja, also ich finde, zur letzten Saison hat er sich also doch schon sehr, 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 sehr stark gesteigert. Natürlich hat er immer so seine Eskapädchen, seine Ausflüge, das ist ja gewollt, ne? Und was er vor allen Dingen auch gelernt hat, einfach mal ein bisschen ruhiger zu sein. Zwar auch erst, ich glaube, Anfang oder Mitte der Rückrunde. Und hat dann auch nichts mehr gesagt und dann wurden seine Leistungen aber noch stabiler und jetzt fehlt so dieses Quäntchen Glück, was von Raphael Wolf halt öfters mal hatte, wenn ein Ball dann irgendwie blöd an die Latte, an Pfosten oder eher so ein Ding dann noch mal rauskratzt, weil bei dem ein oder anderen Gegentor, wo er dann wirklich nur da steht und guckt, Ja. wo ich dann denke, boah, normalerweise kann man sich doch mal zumindest so tun, als ob das, aber mal gucken, nächstes. Ja, gut, das ist halt dann noch die andere Frage, was da so für Spekulationen um den guten Kastenmeier Ja, sich die fallende rangen. Bahnschranke meintest du eben, ne? Da ist so Ja. das ein ums andere Mal Ja. tatsächlich, ja. Ich glaube, ihr habt es schon auch getroffen, so ein bisschen, was meine Meinung auch widerspiegelt. Er ist deutlich konstanter geworden. Er hat die Fehler im Ja. Großen und Ganzen abgestellt und hat halt immer noch das Problem, das haben wir ja schon ganz oft bemängelt, dass er einfach nicht diese hundertprozentigen mal hält und uns damit Ja. Punkte beschert. Was Das auch ist manchmal Spielglück dann auch bedingt, ne? Thorsten hat es ja gerade zu Recht auch gesagt. Ja. natürlich. Ja, aber das Ja. würde ihn vielleicht dann nochmal auch in unserem Ansehen und auch den der gesamten Fans der Fortuna einfach nochmal ein bisschen nach vorne pushen, wenn er einfach doch wirklich mal uns ein Spiel gewinnt oder dergleichen. Aber das hat er irgendwie nicht wirklich drin, dass er alleine mal einen Elfmeter in der entscheidenden Situation hält oder
das 1 gegen 1 oder was Nee, auch das immer, ne? fehlt. Das fehlt dann zumindest in diesen entscheidenden Momenten dann Ja. irgendwie doch noch. Und Ja. gut, diese von vielen ja auch sehr stark auch von uns kritisierte Spielweise hintenrum darf man ihm ja nicht ankreiden, weil das ist nun mal das Spielsystem. Nein. Wenn der Trainer das so nicht würde haben wollen, würden wir das nicht so häufig sehen. Und das ist jetzt kein Punkt, den man ihm Ja. vorwerfen kann. Viele machen es ja. Ja, er ist halt dann doch sehr aktiv am Spielaufbau beteiligt und was schon sehr, sehr gut ist, sind wirklich die langen Bälle, die oftmals so punktgenau kommen Ja. und auch oftmals auch Ja. vorne direkt für auch gefährliche Szenen dann gesorgt haben, bis zu dann auch Toren geführt haben, weil wir eben Defizite haben im Spielaufbau, weil eben da nicht dieses zentrale Ja. Mittelfeld so agiert, sind wir auch ein Stück weit gezwungen, so zu spielen. Das sieht sicherlich Daniel Thune dann auch in Phasen des Spiels so, weil sonst würden wir es so in der Form mutmaßlich ja auch nicht sehen. Und Ja. das ist eine Qualität, die man nicht so Ja. häufig in der zweiten Liga sieht. Das ist wirklich herausragend, dieses Ja. Thema bei ihm. Ja, mit Ball am Fuß ist er stark. Das macht ihn dann aus. Ja, Ja. ich würde behaupten, da wird sich zur kommenden Saison eher nicht wirklich was tun, Glaube glaube ich auch ich. nicht. Tut sich auch, glaube ich, keiner einen Gefallen mit. Also wenn wir jetzt mit einem Neuen wieder in die Saison reingehen würden, der ne, entsprechend das Verständnis mit der Abwehr auch erst aufbauen muss, das ist ja jetzt doch über Jahre jetzt mit dem Stamm auch gewachsen im Abwehrverbund und der Abwehrverbund wird ja überwiegend auch unverändert bleiben, dann würden wir uns da auch wieder eine Baustelle unnötigerweise aufmachen. Und ob der Neue dann besser ist als gut bis solide, ist ja auch wieder die Frage. Ja. Weil wir haben andere Baustellen, die Ja, wichtiger sind, wo du aber das Geld eher für investieren müsstest. ja. Nur dann sollte man aber jetzt in der Sommerpause auch definitiv mit ihm verlängern und Ja. nicht den Vertrag auch wieder auslaufen lassen, weil wenn wirklich Wolfsburg einen zweiten Torwart sucht, wobei ich mir das bei ihm nicht vorstellen kann, dass er das macht, dazu ist er noch viel zu jung. Ja, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, aber im Also. Summe, glaube ich, können wir einstimmig sagen, solide Leistung von Florian Kastenmeier. Wie die Kicker-Durchschnittsnote 3 auch sagt, also da würde ich Passt, auch nichts ja. dran ändern. Das Also, passt, ja. 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 Was mich ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich, wenn ihr genau hier hinschaut, nicht eine gelbe Karte. Das ist komisch, weil normalerweise hat er immer sehr, sehr Ja, viele Ausraster, wo er dann mal den Ball wegkloppt oder aber so. auch so, was ist denn mal mit Zeitspiel, damit man mal ein Spiel über die Runden bekommt oder dergleichen? Stichwort Ja. Cleverness dann in solchen Ja, Momenten hinten raus. Ne? genau. Ja, das ist ein Thema. Nicht, Habe ich so noch also, nicht überlegt bisher. Ja, so, interessanter Gedanke. das aber ist mir beim Ausarbeiten der ganzen Geschichte auch aufgefallen. Achtet mal drauf, so allgemein auf auch unsere Verteidiger und alles. Da hätte ich deutlich mehr erwartet, weil da kannst du einfach mal ein taktisches, cleveres Foul irgendwo ziehen oder dergleichen und gar nicht in diese Situation kommen. Da scheinen wir ein bisschen zu lieb zu sein. Kommen wir aber im Laufe noch Oder drauf. So, in unclever, Summe, wie ja. gesagt, solide vom lieben Florian Kastenmeier. Ja. Die nächsten beiden wären dann entsprechend die Ersatztorhüter, die wir, glaube ich, relativ schnell abarbeiten können. Dennis Gorka, ja, nicht eine Einsatzminute, Tja, ein Spiel. schwierig. Wo er, ich denke, wir können über ihn doch ein bisschen vielleicht an der Stelle noch sprechen, wo ja viele durchaus sagen: Mensch, der ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung, also hat er jetzt auch schon. Ne? Ein bisschen mehr Erfahrung auch natürlich nur in der Regionalliga dann sammeln können. Aber Talent ist ja unbestritten da. Da sind sich ja doch viele, nicht nur Fachleute, auch viele Fans durchaus einig. Klar, für Ja. den Fall, wenn Kastenmeier gehen würde und man da natürlich mit ihm als einer der wenigen Spieler auch entsprechend Transfererlöse bekommen könnte, dann würde ich aber ehrlich gesagt auch erwarten, dass man zumindest ihm da die Chance gibt, auch die Nummer 1 dann zu werden. Ist die Frage, Ja. inwieweit das ein Risiko birgt, Aber wo natürlich, weil kommt gerade Kaste in der her? letzten. Kaste hat vorher auch nur zweite Mannschaft damals Stuttgart Ja, gespielt, hat sich dann darauf, auch darauf. etabliert. Stuttgart, Da hat man den Stuttgart. Mut gehabt, weißt du? Da war Ja, das das Risiko ja. damals in der Bundesliga nicht zu groß. Klar, war Absolut. notgedrungen durch Verletzungen, weiß ich auch alles natürlich, aber da hat es ja auch funktioniert, Absolut. weißt Aber du? du hast Und es gerade angesprochen, das entscheidende Thema ist für mich Verletzung. Der ja. liebe Dennis Gorka Ja. ist in den letzten Jahren sehr oft verletzungsbedingt ausgefallen. Mit Schulter, mit was weiß ich nicht, alles, was da dabei war. Und das könnte eher, also vom Talent will ich ihm das gar nicht absprechen, dass man ihm vielleicht die Chance gibt, aber dann gehst du mit einem relativ jungen, unerfahrenen Torhüter in die Saison als Nummer 1, der sich dann im Zweifel relativ früh verletzt. Wen willst du denn danach
Ja, es Dann ist, bringt, wer ich soll sich weiß, dahinter auf die Bank es setzen? ist schwierig. Also eine perfekte Lösung fällt mir da auch nicht ein, aber du So. hast da halt einen talentierten Mann, der so gefühlt gar nicht die Chance bekommen kann in der Konstellation, sei auch warum. Auch immer. Ja. Aber in Summe, glaube ich, können wir ihn jetzt nicht wirklich bewerten, Nein, weil nein, was willst du nein. bewerten? Nein, wir gucken Ne? auch jetzt hier ein bisschen eher zurück, aber gut, das eine oder andere ist punktuell dann vielleicht doch schon mal ein bisschen auch der Ausblick, ja. Ja, natürlich, können wir ja gerne mit rein. Das ist ja oft einhergehend. Ja, und dann Ja. Raphael Wolf, auch hier lange Verletzungspause auch wieder gehabt, angeschlagen gewesen, aber hätte ohnehin nicht die Chance gehabt. Und auch hier nicht wirklich eine Bewertung. Wird unsere Fortuna ja oder hat unsere Fortuna ja verlassen. In dem Sinne, Ja. Vertrag ist nicht erneuert worden, verlängert Ja, worden. Das heißt, verständlich, ne? Verständlich. Bei allem ja, Verdienst. Schönes auch. Highlight-Video ging ja auch nochmal jetzt durch die sozialen Medien, wo Ja, einige dieser Bälle, Thorsten, du hast es super. gerade gesagt, angesprochen, Ja. auch diese, ne? Vermeintlich auch mal unhaltbare, wo du denkst, wie konnte er den denn noch erwischen? Auch wenn er vielleicht in dem Moment dann ein Stück Ja. weit angeschossen und Zufall war, egal. Das sind dann halt diese schönen Highlights, die halt dann auch, ja, Torwart auch dann mit ausmachen, ne, der sich abhebt. Unser Ja. Aufstiegstorwart damals seinerzeit. Lange Jahre im Verein gewesen, natürlich auch. Und ja, gut, da hat die Fortuna halt vor der Saison eine verständliche, einfache Lösung im Sinne von, wir verlängern noch mal ein Jahr, aber auch sicherlich bei der Verlängerung Ja. schon mit dem Bewusstsein, es ist die letzte Saison. Ja. Ja, Ja. denke ich auch. Aber bedeutet auch, dass man sich natürlich Gedanken machen muss, wie es auf der Torhüter-Position zumindest mit dem Reserve bzw. mit dem dritten Torhüter Eine weitergeht. Ne? Da dritte muss, brauchst du, ja. ja. Eine dritte Ja, Lösung, aber ob man definitiv. das Mit einem Jugendtorhüter auffüllt und den dann hochzieht. Aber da fehlt uns dann auf jeden Fall einer. ja. Ja, dann sind wir bei den Torhütern durch. Machen wir weiter mit der Jo. Verteidigung. Ein junger Mann, den man so eher seltener auf dem Platz gesehen hat. Ne? Vor der Saison geholt. Ja, aber Mit, ja. als Nachwuchstalent hätte ich jetzt gesagt. Also ist ja noch ein relativ junger Spieler, der, glaube ich, aus der zweiten österreichischen Ja, Liga gekommen ist. genau. Und bei uns, ja, eher am Anfang der Saison so ein paar Einsatzminuten bekommen hat. Insgesamt aber auch mit 39 Spielminuten in insgesamt 7 Spielen eher bescheiden, sage Ja, ich jetzt kannst du nicht bewerten. Und mal. klar, viele haben sich gefragt, was ist das für ein Transfer? Ja, hat natürlich auch leider zwischendurch immer mal wieder Verletzungen gehabt, hat gar nicht die Chance gehabt, irgendwie reinzurutschen. Ja, wird man jetzt sehen in der zweiten Saison, wie da jetzt punktuell vielleicht mal die Möglichkeiten sind, aber in weiterhin einem schwierigen Umfeld für ihn aus seiner Sicht, sich da durchzusetzen. Ja. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es bewusst von Fortuna schon so ein Perspektivtransfer vielleicht gewesen ist. Ja. Dementsprechend, der junge Mann ist jetzt 21. Ja. Wenn er in 2 Jahren so weit ist und die zweite Bundesliga im Zweifel verstanden hat, ist er immer noch jung genug, um dann etwas mehr Einsatzminuten auch für unsere Fortuna zu Ja, bekommen. das ja, und ein bisschen Spieler zwischen den Mannschaften, ne? Also auch für die U23 natürlich dann Richtig. spielberechtigt. Ja. Ja, insofern macht das natürlich Sinn, für die Breite des Kaders, sowohl als auch, ja. Tja. Dann kommt der erste gestandene Profi Tja. in der Verteidigung, in der Innenverteidigung in dem Fall. Glaube ich, erzähle kein Geheimnis, wenn ich sage, einer der Lieblingsspieler von unserem Thorsten. Ja, das war Nicht letzte mehr? Saison. Diese Saison, ja, wir haben ja eben gesagt, Hat ne, abgebaut, Spieler ne? hin und Rückrunde und so. Er war halt leider auch zu lang verletzt und wirklich hinten dran. Er kam halt nicht an Klara oder Hoffmann vorbei. Also Zu Recht nicht schade. vorbei, Aber ja, in wenn er der Form. jetzt, ja, Ja, wenn er halt aber jetzt verletzungsfrei bleibt im Sommer. ja, also man sieht es tatsächlich insgesamt 21 Einsätze. Ja, aber tatsächlich nur 1060 Spielminuten, was ja nur Zehn ein Spiele, Drittel zehn. ist, ja, also ein Drittel Ja. von dem ist, was zum Beispiel Florian Kastenmeier gemacht hat am Ende. Ja. War auch oft wieder verletzt und hat an den Spielen gefehlt. Und ja, kam, du hast es erwähnt, einfach nicht rein.
Nee, verkorkste Saison Ja. und das ist halt ein Spieler, den wir sowohl als auch bräuchten. Ne? In den Topform, nicht nur mit seiner Ja. Leistung, mit seinen Möglichkeiten, die wir ja schon gesehen haben, vor allem als Mentalitätsspieler, der den Willen auf den Platz Moin. bringt, der vorangehen kann, der Führung auch sicherlich jetzt gerade dann auch in seiner dritten Saison, die er nächstes Jahr dann bei uns spielen wird, die er da auch verkörpert. Ne? So dieser Typ, der uns fehlt, so ein Ja. bisschen der, ich will nicht sagen Typ Drecksack, aber ihr wisst, wie ich das meine. So Spieler brauchst du Ja. halt auch in der Mannschaft. Und ja, das konnte er halt natürlich nicht ausstrahlen, weil er die Leistung nicht gebracht hat. Weil all diese Attribute, die ich gerade nannte, kannst du nur auf den Platz bringen, wenn die Leistung zumindest solide ist. Ja. Ne? Und da war er halt in vielen Spielen leider Ja. drunter und deshalb auch zu Recht draußen. Ja, ist für uns wichtig, langer Vertrag, dass er funktioniert, weil das sonst natürlich auch ein großes Ja. Invest für uns war, was eigentlich nicht schief gehen darf. Musste zum Stamm wieder aufbauen Ja. jetzt. Er kann es ja auch besser, das wissen wir Klar, alle, das ja weiß er klar. selber, das hat er auch Ja, schon gezeigt. klar. Es war nicht seine Saison und da muss er jetzt deutlich gucken, dass er den Anschluss nicht verliert, weil, du hast es eben schon gesagt, kam einfach an Clara und an Hoffmann nicht vorbei. Ich glaube nicht, dass sein Anspruch ist, dritter Torhüter zu sein. Torhüter Dritter Torhüter, vielleicht, heißt aber dritter Innenverteidiger. ja. Oder Umschulung. Oder Wir haben das Problem gelöst. Dritter Bankdrücker. Torhüter. Die holländische Katze im Tor. Ja. Dementsprechend, ja, das ist nicht sein Anspruch. Und ich glaube, da werden wir hoffentlich auch eine Steigerung sehen in der kommenden Saison, denn er wird uns mit Sicherheit nicht verlassen. Davon gehe ich nicht aus. Hat ein Tor geschossen in der Saison. Wir können uns alle daran erinnern. War ein schönes, emotionales Tor, Schönes. nämlich das Ein Willenstor. Siegtor, Genau das genau, meinte ich das ja. Siegtor in der letzten Minute Nachspielzeit KSC. und KSC, genau. Ja. Genau. In Summe auch Ja. hier, der Kicker hat keine Durchschnittsnote vergeben, da in weniger als 50% der gespielten Spiele benotet worden ist. Dementsprechend gibt es keine Durchschnittsnote für die Saison. Ich könnte eine Und vergeben, aber da kommt aber eine 4 leider nicht hinaus. Und ich sage wirklich unterstrichen leider. ja, also es wäre auch Ja. mein Fazit bei ihm, wäre nicht so Ja. positiv, leider. Ja, vorne wird auf jeden Fall eine 4 stehen. Schauen wir weiter, Nicolas Gavoury. Ebenfalls ein Spieler, von dem wir alle und er selbst auch eigentlich ja mehr uns gehofft haben oder erwünscht haben, woran er allerdings gar nicht so richtig selber schuld ist, sondern einfach diese Verletzungsanfälligkeit, diese lange, Ja, die war immense hart, ja. Muskelverletzung. Würde ich aber Ihr nicht seht es. unterschreiben. Also ich finde, er ist sehr stark nach seiner Verletzung auch dann zurückgekommen. Absolut. Und Als man dazu, sieht als er. seine Qualität Richtig. und man sieht auch, dass uns das in der Hinrunde auch auf jeden Fall gefehlt hat in dieser Form. Also Ja. im wahrsten Sinne hier Chapeau an unseren französischen Verteidiger. Das hat mich sehr überzeugt und macht auch definitiv Lust auf mehr. Bin Ja. ich absolut bei dir, falls das jetzt anders rübergekommen ist. Er war halt nur leider eine komplette Klar. Halbserie verletzungsbedingt raus. Und Ja. das ist halt dann schwierig. Aber auch hier seht ihr, wir haben gerade über Jordi de Weijs gesprochen, mit knappen 1000 Spielminuten hat Ja, er schon mehr. alleine mehr. Ja. Und er war die komplette Hinrunde quasi verletzt. Ja. Ja, hat auch in der Rückrunde entsprechend dann mindestens ein Tor und 4 Vorlagen. Weiß gar nicht, war es in der Rückrunde? Auf Nee, jeden es war eine war Hinrunde. Hinrunde Das sogar war schon, das ne? Spiel gegen Eintracht Ja, Braunschweig. der Das war Hammer. ein sehr, sehr schöner Stimmt. Treffer. Ja. Stimmt. Und dann hat er sich ja verletzt. Das haben wir auf dem Stimmt. kleinen Handy geguckt. Da war doch was, Stimmt, ich genau. erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. Ja. Ich erinnere mich, ja. Aber auch hier widersprecht mir. Gelbe Karten, 3 Stück. Zu wenig eigentlich. Für einen Verteidiger ist mir das ein Ja. bisschen zu wenig. Ja, Ne, ist kein auch hier Innenverteidiger, aber ja. gut. Aber wollt ihr hier noch eine Bewertung abgeben für den lieben Gavori? Ja, Also wenn er gespielt hat, 3,5 oder 3,2, 3,4 meine ich, wäre bei mir jetzt, also weil man hat er schon gesehen. Sorry, ich wollte dich also nicht unterbrechen, letztes Jahr Chris. hat das, nee, ach so, sorry, letztes Jahr hat das definitiv
teilweise noch besser gemacht als jetzt. Gut, jetzt war halt diese Verletzung, aber wie Gilde auch schon gesagt hat, nach seiner Verletzung war der war sofort da. Und er musste ja ein Spiel auch notgedrungen, glaube ich, von Anfang an spielen, obwohl er noch gar nicht fit war für 90 Minuten. Und da merkst du halt, dass das halt ein Gestandener ist, ne? Und ja, gerne mehr. Also mein Fazit wäre, ich glaube, nach dem Abgang von Michail Karbovnik, wo noch in den Sternen steht, ob er nochmal zurückkommt oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, brauchen wir uns für die linke Seite, wenn Nikola Gavori fit bleibt, keine Sorgen zu machen. Da haben wir einen Nein. guten Außenverteidiger. Ja, Haken dran und auf jeden Ja. Fall eine 3 vor dem Komma. Ja. Ja, André Hoffmann. Ja. Da scheiden sich die Capitano. Geister. Kapitän, Da ja. scheiden sich tatsächlich die Geister. Vertrag verlängert. Das heißt, bleibt uns auch erhalten, auch er mit vielen, vielen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen. Ja. Ich hätte sogar mit mehr gerechnet. Gefühlt waren es irgendwie eigentlich mehr. Laut Transfermarkt.de waren es nur 8 Spiele, die er verpasst hat. Aber von den Spielminuten sieht man es halt entsprechend auch. Auch er als Kapitän kommt nicht annähernd an die maximal mögliche Leistung bzw. Ja. Spielminuten von Kastenmeier ran. Hat aber in 25 Spielen gespielt, 23 in der zweiten Liga, 2 im Pokal und hat 3 Tore geschossen. Ja, ist mir für den Status Kapitän auch alles ein bisschen zu wenig. Also da muss für mich ein Kapitän noch leistungskonstanter eigentlich sein. Klar, das ist nicht planbar, weiß ich auch. Aber wäre für mich halt auch ein Thema, ein Diskussionsthema. Ist er der richtige Kapitän? Fragezeichen. Ja. Vom Alter, von der Erfahrung und wie er sich halt auch nach außen hin gibt, definitiv. Aber das läuft halt nicht immer Vereinszugehörigkeit parallel auch. zu dem, was, Genau. ja, das auch, Ja. aber nicht halt mit dem, was dann auf dem Platz manchmal passiert, ne? Ja, Ja, richtig. da, genau da wollte ich jetzt auch eigentlich drauf hinaus, Thorsten, weil wir alle haben, glaube ich, noch so ein bisschen das ein oder andere Bild noch vor Augen, wo eine Niederlage gerade gewesen ist, zum Beispiel Nürnberg-Pokal, du fliegst raus oder gehst in die Verlängerung total unglücklich. Und er wird eingeblendet als Kapitän und du siehst, wie er da lächelnd steht. Ja, Ja. genau. So, Das sind so und du fragst Beispiele. dich, du musst dich doch tot ärgern gerade in dem Moment, dass du in der letzten Minute dieses Tor gekriegt hast und in die Verlängerung gehst. Ja. Nein, da scherzt er da rum und ist zu witzen. Und das ist das, was du auch sagtest, Gilde. Für mich dann in der Außenwirkung fragwürdig, ob das die Mentalität ist, die ein Leader, ein Kapitän nach außen hin und auch nach innen für die Mannschaft ausstrahlen sollte. Ja, das ist es. Aus Vereinssicht kann ich es ein Stück weit verstehen, dass man hier weiß, was man hat und verlängert hat und dann da auf der Ja. Position nicht neu suchen muss. Und der Abwehrverbund, der ja auch irgendwo ein Garant im nächsten Jahr sein soll, schreiben es ja viele Medien, aber ich glaube, im Verein sieht man es auch ähnlich, sonst hätte man die Konstanz da so jetzt auch nicht beibehalten. Kann ich es halt schon grundsätzlich trotz allem verstehen, weil er eben auch noch in einem Alter ist, wo er eben auch noch einige gute Jahre mit guter Form bei uns spielen kann. Aber Ja. da muss man mehr erwarten mit seiner Erfahrung und auch mit seiner, ja, Ganz Bindung, die er genau. einfach auch bei uns jetzt auch mittlerweile hat, auch an seine Mitspieler. Ja. Ja, auch hier 5 gelbe Karten in 25 Spielen. Wie gesagt, finde ich zu lieb. Finde ich einfach irgendwie zu lieb. Na gut, aber man kann es ja auch spielerisch. Kann, ja. Kann. Ne? Ja, die Also ich Breite denke mal, ist das seit. Thema, ne? Also sie haben echt wenig Spieler irgendwo, Ja. eine hohe Anzahl, ne? Ja. Ja, das ist das. Weil Ja. irgendwo, du musst mal auch so, das ist ja auch immer das, was wir betont haben. Wir sind vielleicht ein bisschen zu lieb. Du brauchst mal irgendwie so einen Drecksack am Platz. Ja. Zu So viele einfach so billige ein. Gegentore auch manchmal, ne? Wo du Ja. denkst, ah, Ja. da mal ein bisschen galliger ran, da irgendwo doch nochmal irgendwie vorher, ne? Ja. Rein. Und ja. Ja. Ja, aber in Summe glaube ich, als Fazit passt das, was du sagtest, lieber Gilde. Wir haben natürlich auch finanziell ein bisschen die Taschen zugeschnürt, sodass natürlich eine Vertragsverlängerung von André Hoffmann uns deutlich günstiger kommt und somit folgerichtig gewesen ist. Und in Summe, er hat ja auch schon zu Bundesliga-Zeiten, hat er ja solide Leistungen gebracht. Ja, Wenn er da ja. wieder hinkommt, Oh ja. konstant und Deswegen ja. verletzungsfrei bleibt, dann ist er einer der Top-Innenverteidiger der zweiten Liga.
Ja. Könnte er sein, ja. Schauen wir weiter. Jemand, der gerne als Rakete auf der linken Seite agiert hat. Michael Karbownik. Ja. Ja, ein ganz anderer Verteidiger, ne? Also ein ganz anderer Typ, den wir so bei uns auch noch nicht häufig gesehen haben. Deswegen ist er uns sicherlich auch sehr aufgefallen und auch die positiven Dinge sind Ja. hängen geblieben. Ist bei mir auch so. Aber ich glaube, man sollte auch hier nicht die Defizite außer Acht lassen, die man dann durchaus in der Rückrunde auch gesehen hat, was auch ein Grund war, dass er einfach dann auch weniger Ja. gespielt hat. Auch dann mit der Konkurrenz, Nicolas Gavory, der in vielen Spielen dann, wo seine Qualitäten halt eher gefragt waren, dann auch gesetzt war. Und Ja. ja, ist natürlich ein junger Spieler, will ich nicht kritisieren. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hätte Lust auf mehr gemacht. Ja, aber ist natürlich in der Konstellation sicherlich schwer bis nicht zu bekommen für uns. Ja. Note geht auch vollkommen in Ordnung. Ja, Ja, ist halt auch. ich denke, auch das passte wieder, was der Gilde jetzt gesagt hat, dass es immer mal wieder aufgeblitzt hat, dieses wahnsinnige Tempo, was er im Antritt hat, Ja. was für einfach ein Element gesorgt hat in unserem Spiel, was wir sonst einfach nicht haben. Aber das Defizit in der Defensive und dieses Ja. Verzetteln, das führte dann dazu, dass er zum Ende hin ja, einfach ein bisschen auch abgeflaut ist, aber hat 7 Vorlagen. Starker wäre Ja, das als Außenverteidiger. Unterschiedsspieler, absolut. Also es ist ein Ne? Unterschiedsspieler Also, ja. gewesen. Aber halt, wie du schon gesagt hast, auch mit den Schwächen nach hinten. Aber es ist halt auch schwer, diese Balance zu finden. Erst recht, wenn du noch so jung bist, aber halt ein unheimlich potenzialstarker Ja. Spieler. Und das ist halt schade, dass man ihn nicht noch ein Jahr bei uns oder vielleicht länger auch sieht. Da hätte ich mir noch viel von versprochen, Ja. aber auch in der richtigen Position. Weil Ja. da, klar, wie gesagt, in Spielen, wo es halt tendenziell auch ein bisschen mehr Möglichkeiten für die Außenverteidiger nach vorne gibt, da ist es eine Waffe gewesen und da macht er den Unterschied. Ja. Als Fazit würde ich sagen, vielversprechend für die Zukunft, leider nicht bei uns. Ja, aber es Ja. ist auch für uns zu kompensieren. Das ist nicht jetzt der Abgang, wo ich sage, ne, jetzt wird es aber schwer. Nein. Aber wenn er seine Leistung konstant weiter nach oben fahren kann, immer auch die Defensive, vielleicht die defensive Arbeit verbessern kann, dann ist er auf jeden Fall aufgrund seiner Schnelligkeit für viele, viele Vereine Ja. ein sehr, sehr interessanter Mann. Total, ja. Ja. Christoph Klarer. Ja. Ich würde aus dem. Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Ja, Das wollte ich gerade zuverlässig, sagen. gesteigert, erfahrener Ja. mittlerweile, also konstante Entwicklung bei uns gemacht und von Jahr zu Jahr verbessert und war seine beste Saison bisher. Ja. Ganz klar. Innenverteidiger Ja, auch die Nummer Anzahl 1. der gelben Taten passt. Ja, Ja, genau. ja. Ja, gut. Ja. Tore macht er Ne? auch ein paar. Als Verteidiger muss er auch mal zwei, drei Ja. Kopfballtore beisteuern, sage ich mal. Ne? Ja. Ja. Und Ja. Harter Hund. Innenverteidiger Nummer 1. Also er war der Chef hinten, die Konstante, Ja. die wir immer auf dem Platz hatten. In 33 Spielen Ja. ist er zum Zug gekommen. Und ja, souverän, zuverlässig. Egal ob mit Hat Maske, mit Turban, also auch, wie genau, gesagt, ein harter Hund, ja, wo du sagst, Mensch, alles, so stellst du dir halt einen ja. kernigen Abwehrspieler auch mit einer verbogenen Nase, meine ich jetzt gar nicht böse, Ja. halt auch vor. Ne? Ja. Und das Ja. trotz seines relativ jungen Alters noch. Der liebe Ja. Christoph Klara ist Der wird 23. jetzt 23. Ja. Richtig. Ja. Also hat auch nicht zu Unrecht dadurch natürlich Begehrlichkeiten von anderen Vereinen geweckt. Auch aus der Bundesliga. Da ist die Frage, Ja. wollen wir ihn halten, können wir ihn halten Oder oder sollten wollen wir wir ihn mit des ihm Geld Geldes machen? wegen vielleicht sogar doch gezielt verkaufen? Weil das ist halt Hat einer man. auch der wenigen, mit denen man Transfererlöse erzielen kann. Wie gesagt, mit dann eben Ja. der Möglichkeit, andere Positionen zu schließen, wo wir eben nicht im nächsten Jahr so üppig besetzt sind wie in der Innenverteidigung. Weil da kommt ja auch ein Jamil Siebert dann auch zurück und hat auch Ansprüche zu Recht Ja. angemeldet, auch mal ein bisschen mehr Profiluft in der zweiten Liga schnuppern zu können mit seinen doch guten Leistungen in der dritten Liga. Ist natürlich ein nächster Schritt, Ja. aber wäre für mich, auch wenn es mir wehtut, ich es auch nicht begrüßen würde, ich ihn auch gerne bei uns sehen würde, aber durchaus überlegenswert. So hart sich das anhört, ihn dazu Geld zu machen. Aber ich sag's bewusst auch mit einer Ja. traurigen Stimme, Natürlich, aber die Entscheidung ja. muss im Zweifel gefällt werden, weil der liebe Christoph Klara hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Eben, genau deshalb Also halt auch. eben.
Entweder er verlängert Ja. oder du musst ihn im Zweifel noch wirklich zu Geld machen. Ja, dann umso mehr, Genau. wenn er nicht bereit ist zu Genau. verlängern. Ja. Ja. Aber als Ja. Fazit, glaube ich, passt es, wenn wir sagen, absolute Stammkraft, absoluter Chef in der Ja. Innenverteidigung über die Saison. Und Ja. es wäre dennoch schmerzlich, ihn zu verlieren, Ja, wenn genau. auch kompensierbar aufgrund, ja, einfach der, du hast es erwähnt, der Spieler, die wir in diesem Mannschaftsteil einfach haben. Ja. Und somit könnte man Löcher stopfen. Richtig. Zwei Ja. Minus ist, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Wenn wir die mal Ja. so grob ansetzen. Ja. Ja. Tim Oberdorf. Ja. Ja. Auch jemand, den wir als sehr, sehr solide einstufen würden. Ne? Also der macht Absolut. seinen Job teils unauffällig, aber wirklich souverän und solide, Verlässlich. Ja. verlässlich, genau. Ist vielleicht für mich persönlich auch wieder so ein Stückchen Typ zu lieb, sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber auch auf den konnte man sich sehr verlassen. Und das war wichtig. Das war Ja. sehr wichtig, wenn wir darauf nochmal ja, einfach zu sprechen kommen, dass unser Kapitän mit André Hoffmann und auch die andere Säule eigentlich mit Hordy de Vyse geschwächelt haben. Allrounder kannst du Ja. vielseitig im Abwehrverbund Genau. einsetzen oder auch im defensiven Mittelfeld. Also sind ja Spieler, die brauchst du natürlich nicht jetzt Breite des Kaders auffüllen, Ja. hört sich jetzt hier böse an, aber einer, der so breit spielen kann, hat halt eine gewisse Einsatzgarantie. Deswegen, also unabdingbar, glaube ich, dass wir ihn haben. Ja. Ja. Sehe ich genauso Definitiv, dementsprechend also. sehr schön und solide. Ja. Solide. Mindestens ein Ja, 3 Abgriff. plus, um im Notenjargon hier zu bleiben. Auch wenn es immer vermessen ist, da Ja. jetzt was rauszuhauen, aber so kommt es mir gefühlt auf jeden Fall vor. Ja. Passt, glaube ich. Dann haben wir einen jungen Nachwuchsspieler, der im Kader ist, der allerdings keine Einsatzminute bekommen hat. David Savic, der aber immer mal wieder auch mit den Profis trainiert hat. Der Vollständigkeit halber, Der Vollständigkeit ja. halber, Ja. genau. Ebenfalls Vollständigkeit halber, Takashi Ja. Fujino hat Ja. vier Einsätze gehabt, 36 Spielminuten bekommen, bevor er auch lange, lange verletzungsbedingt Ja. ausgefallen ist. Und auch hier würde ich einfach nur der Vollständigkeit halber Ja. sagen, Musst du abwarten, und weil mit ihn rein. Verletzung hast du halt keine Chance, überhaupt dann reinzukommen, wenn Nein, du nicht das ist klar. zum Stamm Ja. der 22 Etablierten gehörst. Ja. Ein weiteres Talent, Niko Vukancic, auch er hat ein Spiel, einen Einsatz bekommen, zwei ganze Minuten. Aber er gehört halt zum Kader und daran sieht man auch, dass wir tatsächlich im Kader sehr viele junge Spieler haben, Ja. die langsam herangeführt werden sollen. Ne? Verlässt uns aber, muss man direkt dazu sagen. Ja, das ist richtig. Ja. Deswegen wollen wir es jetzt auch gar nicht so weit vertiefen. Nein. Gab ja mal einen Bericht seinerzeit im Wintertrainingslager, wo Kancic wird zu den Profis hochgezogen. Da hatte man auch gedacht, dass da mehr kommt. Aber wie gesagt, wir haben gerade die Konkurrenz ja überwiegend auch schon besprochen. Ist halt auch schwer. Und da jetzt zu sagen, jetzt gehen wir die Talente wieder raus. Ist, glaube ich, auch zu billig, weil dann hätte er sich vielleicht in den 2,5 Jahren dann nochmal Ja, durchsetzen können oder in den das anderthalb, ist 2 Jahren, richtig. die er da Ja. Kommen wir zum letzten Mann, der war. für die Verteidigung aktiv ist. Das ist ja der Dauerbrenner schlechthin auf der rechten Seite. Wer mag ihn nicht? Maschine. Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Also gefühlt seit 25 Jahren bei uns. Gefühlt, 150 Minuten pro Spiel rechts auf der Seite unterwegs. Ja. Wirklich ein Immer Dauerbrenner. rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja, Top-Körpersprache, animiert Ja. die Fans, will Ja. einfach, zeigt den Willen, kann nicht immer so, wie er vielleicht will, aber das Ja. verzeiht man ihm natürlich dann auch ohne weiteres und ist für uns Definitiv. eine absolute Stammkraft, Sympathieträger, im Zweifel für mich auch Kapitänskandidat, weil in den Leistungen finde ich deutlich solider in Ja. dieser Saison. Ja, also Ja, damit ist, glaube ich, absolut. schon alles gesagt, aber das ist ja schon Ja. vieles, vieles Ja. Gutes. Ja. Absolut. Aber auch hier von den Spieleinsatzminuten kommt er natürlich nicht an das von Florian Kastenmeier ran, auch wenn er 28 Einsätze insgesamt hat, war auch ein paar Spiele krank Anfang, ne, der bzw. Saison jetzt. verletzungsbedingt nicht dabei. Oh. Auch hier leider für mich wieder vier gelbe Karten.
zu lieb als Außenverteidiger. Ja. Da muss einfach das taktische Foul einfach früher mal irgendwo gezogen werden oder sonstiges. Das habe ich das Gefühl, das haben wir so nicht drauf gehabt in der Verteidigung. Ja, da gucken wir nächstes Oder Jahr einfach viel besonders zu drauf. wenig. Aber ich glaube, auch hier mit Matthias Zimmermann, einem der solidesten Außenverteidiger der Liga, der Ja, nach vorne absolut. hin auch hier und da immer mal wieder seine Elemente mit einbringt und ja, auch Tore schießt und Vorlagen. Ja, soll sich noch ein Ja. bisschen mehr trauen, weil hat ja dieses Jahr auch das ein oder andere Ja, Mal genau. geklappt mit dem Weitschuss. Genau. Ja. Ja, doch ein breiter Abwehrverbund, den wir jetzt hier besprochen haben. Ja. Wir hoffen, ihr hattet da auch so ein bisschen Spaß, Interesse, habt noch mal so ein bisschen mit uns auch die Abwehr Revue passieren lassen. Jetzt ist schon hier dunkel bei mir geworden, sehe ich gerade. Die Lichter gehen aus Die beim Lichter Gilde. gehen aus, quasi auch das Stichwort. Genau. Freut euch auf die nächsten Ja. Teile. Im nächsten Teil natürlich ausführlich gucken wir nochmal auf das Mittelfeld unserer Fortuna in der vergangenen Saison. Und auch dann im dritten Teil natürlich auch auf unseren Sturm, auf den Angriff. Da gibt es, glaube ich, noch vieles Ja. Interessantes auch aufzudecken, zu besprechen. Und in diesem Sinne sage ich bis ganz bald. Ja, Ja, eure macht's Fortuna gut. 95 Plus. Ciao. Ciao, ciao. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao.